Ich bin als COO der Wienerberger Piping Solutions für den gesamten Rohrbereich in Zentral- und Osteuropa verantwortlich. Wir haben da 12 Vertriebsgesellschaften und 9 Produktionsstandorte. Das Ganze geht von Polen über Österreich nach Bulgarien und in die Türkei. Einerseits gefällt es mir natürlich wahnsinnig gut, dass wir mit unseren Rohrsystemen, mit unseren Dienstleistungen das Leben der Menschen verbessern und auch die Umwelt schützen, einen Beitrag zur Umwelt leisten. Und andererseits sind es ganz klar die Menschen, die hier arbeiten. Das sind ambitionierte, engagierte, neugierige Menschen mit Sinn für Humor und auch einer Can-Do-Einstellung. Und das finde ich wirklich genial. Stell dir mal unseren Körper vor. Wir haben die Adern, die durchfließen, Lebensadern, Gefäße, die miteinander kommunizieren. Und wenn das alles reibungslos funktioniert, dann geht es uns auch gut. Und so ist es auch mit den Städten, mit Dörfern, mit Gebäuden. Es bedarf dieser Rohrleitungssysteme im Hintergrund, damit unser modernes Leben funktioniert. Und diese Rohrleitungssysteme sorgen einfach dafür, dass wir Frischwasser haben, dass das Abwasser abgeleitet wird, dass Regenwasser gesammelt und abgeleitet wird, dass Kabel in den Rohren geschützt werden. Ja, und wie gesagt, diese Rohrleitungssysteme ermöglichen unser modernes Leben, wie wir es heute kennen. Ja, stell dir mal vor, wir drehen den Wasserhahn auf und es kommt Trinkwasser aus dem Wasserhahn heraus. Wir denken nicht weiter darüber nach. Gemeinden und Wasserversorger stehen aber vor Problemen. Man muss sich vorstellen, bis zu 40% des Trinkwassers geht durch Leckagen verloren. Oder aber auch durch die Hitzeperioden, die es immer wieder gibt jetzt, steigt die Temperatur in unseren Böden. Dadurch wird auch das Trinkwasser wärmer. Auf einmal gibt es Themen wie Verkeimung, die es vor einigen Jahren noch nicht gegeben hat. Oder aber auch die Starkregen-Events, denk an die Überschwemmungen aus dem letzten Sommer. Auch davor müssen die Menschen geschützt werden und es braucht neue Lösungen. Das sind genau die Themen, die wir mit unseren Produkten und Engineering-Dienstleistungen angehen. Ja, wenn wir beim Regenwassermanagement beginnen, also Starkregen-Events, es kommen in sehr kurzer Zeit enorme Wassermengen zusammen und die müssen irgendwie gesammelt werden, damit es eben zu keiner Überschwemmung kommt. Und dafür bieten wir Lösungen an, um dieses Wasser eben einerseits zu sammeln, dann kontrolliert abzulassen oder aber auch dann zu nutzen, wenn es Trockenperioden gibt, um zum Beispiel die Bewässerung von Pflanzen zu machen. Das ist ein Thema. Oder aber auch im Trinkwasserbereich gibt es smarte Lösungen von uns, damit wir online 24/7 die Qualität des Trinkwassers messen können und diese Daten auch den Wasserversorgern zur Verfügung stellen können. Drittes Thema ist das Gebäudemanagement. Die Gebäude in der EU zum Beispiel verbrauchen rund die Hälfte der gesamten Energie. Und wenn wir da Lösungen anbieten, um diesen Stromverbrauch, das Energiemanagement besser zu machen, geht es natürlich uns allen besser. Wir generieren weniger CO2, die Kosten sinken und da bieten wir eine Vielfalt an Lösungen im Heizungsmanagement, in der Kühlung der Gebäude. Also einerseits sind unsere Produkte recycelbar und auch wiederverwendbar. Und wir arbeiten auch daran, dass wir jedes Jahr mehr von recycelbaren externen Kunststoffen in der Produktion unserer Produkte einsetzen können. Das ist eine gewisse Herausforderung, weil uns natürlich die Qualität extrem wichtig ist, aber wir schaffen es, die Qualität gleich hoch zu halten oder sogar noch zu verbessern dabei. Ja, also einerseits sind die Produkte, die wir herstellen, mit einer Lebensdauer von über 100 Jahren die langlebigsten am Markt. Andererseits verwenden wir relativ wenig Energie zur Herstellung im Vergleich zu anderen traditionellen Rohrwerkstoffen. Es ist auch so, dass die Produkte relativ leicht sind und durch das geringe Gewicht
ist der Transport natürlich einfacher, auch das Handling auf der Baustelle. Ja, und wie schon erwähnt, durch den Einsatz externer Recyclingprodukte tragen wir natürlich aktiv dazu bei, dass unsere Umwelt geschützt wird.